Irgendwann musste er sich eingestehen, dass er sich verlaufen hatte in diesem Höhlensystem. Das Kartenmaterial, dem er sein Leben lang vertraute, schien hoffnungslos veraltet. Auch sein eselsohriger Reiseführer war hier unten kaum zu gebrauchen. Selbst die Kompassnadel spielte verrückt. Er hätte von Anfang an mit Kreidekreuze an jede Abzweigung auf die Felsen zeichnen sollen. Oder einen Faden, wie damals Theseus, schon vom Eingang her durch die Gänge dieses Labyrinths abrollen müssen. Nach Stunden ließ er sich an einer Wand auf den Boden gleiten, erschöpft im Fackelschein. Sein Proviant war aufgebraucht, nur in der Flasche war noch Wasser. Für 2 Tage vielleicht. Von ferne drang leises Schlachtgetümmel zu ihm hinunter. Hoch über ihm, auf der Erdoberfläche, tobte kaum hörbar ein großer Krieg. Manchmal bebte der Felsen kaum merklich an seinem Rückgrat. Und er begann zu spüren, dass er mehr vergessen hatte, als er je wusste. Durch 100 Meter Granit versuchte er zu verstehen, was die kämpfenden Horden dort oben schrien. Etwas wie Umbruch und Zeitenwende, wie ihm schien. Neue Weltordnung auch. Die Fackel erlosch. Er saß im Dunkeln.